Startvergabe für Junioren-Buggy-Rennen. Die sind unterwegs hier. Junioren-Buggy-Rennen. Bordepfüchse übernehmen die Führung auf Platz 1 hier. Even mit der 69 wird abgefangen. Die Vorländer sind dabei. Die haben im ersten Lauf eine richtig gute Performance geboten. Maximilian ist jetzt auf Platz 1 unterwegs für das Stocker Racing Team. Lucky Four, die haben die Führung übernommen und die bleiben vorne, denn die Vorländer kommen da nicht vorbei auf der Innenbahn. Die haben so ihre Probleme und Maximilian kann sich absetzen. Souverän auf Platz 1 unterwegs mit seinem Gefährt. Buggy Team Vorland auf der 2. Das ist eine enge Kiste, jetzt kann er das Ding nach Hause fahren, der Maximilian. Die Vorderen kommen jetzt noch einmal wieder hinten angeflogen, die Bordepfüchse ebenfalls. Aber noch ist Maximilian auf Kampflinie unterwegs und führt hier weiter das Feld in der Buggy-Klasse an. Auf der Geraden, sein Fahrzeug scheinbar langsamer, aber er kann das gut verteidigen in der Kurve und bleibt weiter vorne. Kann er den Sieg nach Hause fahren, der Maximilian? Jetzt versuchen es die Vorländer auf der Außenbahn. Erneuter Angriff, aber es reicht nicht. Wer geht vorbei? Eine Runde ist noch zu fahren. Die Vorländer kommen noch einmal über außen und übernehmen jetzt die Führung. Und auf der anderen Seite die Vorderflüchse ebenfalls an Maximilian vorbei. Eieiei, das ist bitter. Da hat er so tapfer gekämpft hier auf der Ideallinie. Und er hält noch einmal dagegen, holt sich zumindest den zweiten Platz wieder zurück. Also, noch ist das Ding nicht entschieden. Es wird noch einmal angegriffen von den Bottenfüchsen, Junioren, Buggy-Rennen. Wer holt sich den Sieg in diesem Lauf? Es ist das 9. das Buggy-Team Roland-Team mit Tim Schmalz auf 1, die Bottenfüchse auf der 2, mit Ivan am Steuer, Maximilian auf der 3 für Stocker Racing, Lucky for You. Und da hat die 61 über die Ziellinie, 186 gefahren. Vom